Schwingkreis. Schwingkreis ist schon mal gut. So, haben wir eine Aufgabe? Haben wir eine Aufgabennummer? Haben wir irgendwas mal? Die 155. Ja, also ich, also mit wahrscheinlich mit einer Spannungsquelle. Richtig, mit 200 Volt. Mit 200 Volt. Und dann mache ich mal R, L und das C mache ich mal hier so nach unten. Der Widerstand hat einen Wert von 100 Ohm. Die Spule von 0,4 Henry. Und der Kondensator hat eine Kapazität von 100 bei 10 hoch minus 9 Farad. Also 100 Nanofarad, so wie in meinem Experiment gerade. Das ist so die, eine der größten Größen, die man so in Keramik, diesen kleinen Keramikkondensatoren bekommt. Meistens sind die nur so im unteren Nanofarad- oder Picofarad-Bereich. So, und 200 Volt. Und das sind ja sozusagen 200 Volt irgendwie Effektivwert. Also ich schreibe mal hier ein U von T wahrscheinlich und dann ist U von T eben 200 Volt mal Sinus Omega T, richtig? Nee, steht nur 200 Volt. Steht nur 200 Volt da. Na gut, dann machen wir da mal trotzdem jetzt irgendwie so ein Sinus Omega T draus, um diese Formel hier vollständig zu machen. Aber okay, 200 Volt. Könnten auch, also sind jetzt natürlich wieder 200 Volt Spitzenwert. Müssen wir mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas mit Energieleistung und so kommt. Dann müssen wir vielleicht nochmal irgendwie umrechnen. Aber können wir erstmal so stehen lassen. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn gefragt? So, Omega R, also die Eigenkreisfrequenz. Die Eigenkreisfrequenz. So, genau, dann können wir die ja vielleicht erstmal ausrechnen. So, wie rechnen wir jetzt diese ominöse Eigenkreisfrequenz aus? Genau, oder also es ist egal, ob man das jetzt so rummacht, aber ich schreibe mal so, dann ist die Wurzel ein bisschen kleiner. Also die Wurzel von LC und 1 und das Reziproke davon. Ne? Und ich, man könnte jetzt auch die Reihenfolge der Division und der Wurzel austauschen. Also es wäre auch das Gleiche, wenn ich jetzt die Wurzel über den ganzen Bruch schreibe natürlich. So, naja gut, da steckt jetzt meines Erachtens keine wahnsinnig große Schwierigkeit drin. Wir setzen einfach diese Werte da ein. So, dann ist so eine Sache, Henry, die Einheit Henry kann man auch schreiben als... Ne, fast. Genau, Volt-Sekunden durch Ampere, weil Induktivität ist ja sowas wie, ich habe einen magnetischen Fluss in dieser Spule bezogen auf den Strom, der durch diese Spule fließt. Und das hier oben ist die Einheit vom magnetischen Fluss. Volt-Sekunden kann man auch als Weber schreiben. Das hier unten ist der Strom, das ist sozusagen Henry. So, und dann haben wir noch die... Kapazität, das sind 100 Nano. Die Nano schreibe ich mal als 10 hoch minus 9. So, und dann ist die große Frage, Farad kann man auch schreiben als, genau, Ampersekunden durch Volt, weil Kapazität ist ja sowas wie Ladung durch die Spannung. Wie viel Ladung kann ich in dem Kondensator speichern, bezogen auf die Spannung, die an dem Kondensator anliegt. So, und jetzt passiert natürlich hier das, was passieren sollte. Also die Volt gegen, kurz nicht gegen Volt, die Ampere gegen Ampere. Wir haben Sekunde mal Sekunde, das macht Sekunde Quadrat. Wenn wir davon die Wurzel ziehen, dann kommen wieder Sekunden raus. Und das sollte ja auch so rauskommen als Einheit für diese Kreisfrequenz. Naja, und jetzt kann man eventuell hier noch ein bisschen mit den Zehnerpotenzen umrechnen. Ne? Also anstatt 100 kann ich auch schreiben 10 hoch 2. Anstatt 0,4 könnte ich auch schreiben 4 mal 10 hoch minus 1. Dann kann man das relativ einfach rechnen. Die Wurzel von 4, die ist eben 2. Also kommt da ein halb raus. Oder eben 0,5. So, und jetzt Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Minus 1, minus 9 macht minus 10, plus 2 macht minus 10 hoch minus 8. Und von 10 hoch minus 8, die Wurzel ist 10 hoch minus 4.
und 10 hoch minus 4 unterm Bruchstrich kann man auch als 10 hoch 4 über dem Bruchstrich schreiben. Also kommen hier 10,5 oder 0,5 mal 10 hoch 4 1 durch Sekunde raus. So, und das sind ja, also das sind 10.000, die Hälfte von 10.000 macht 5.000. Schreibe ich mal noch hier drunter. 5.000 1 durch Sekunde. Kann das jemand so grob bestätigen? Ja, okay. Dann mache ich mich jetzt mit meiner Zahlenkopfrechnung hier nicht allzu sehr vertan. So, wunderschön. Dann, was sollen wir noch ausrechnen? F von R, also die Frequenz. Also die richtige, das ist jetzt die Eigenkreisfrequenz. Jetzt können wir noch die Eigenfrequenz ausrechnen. Schreibe ich vielleicht mal noch hier drunter. Eigenfrequenz. Ich habe heute übrigens mein, würden Sie dieses gebrauchte Dieselfahrzeug von mir, Gebrauchtwagenverkäuferhemd angezogen, um besonders seriös auszusehen. So, wie rechnen wir jetzt diese Eigenfrequenz aus? Omega ist 2 Pi F. Genau, also das hier oben kann ich auch schreiben als 2 mal Pi mal F oder eben FR. Und wenn ich das einfach nach FR umstelle, nehme ich jetzt den Wert hier und teile ihn einfach durch 2 Pi. Also FR ist Omega R geteilt durch 2 Pi. Naja, und das, ja, jetzt müssen wir eben hier die 5000 nehmen. Pi ist ja ungefähr 3. 2 mal Pi ist ungefähr 6, ein bisschen mehr als 6. 5 Sechstel sind irgendwie 0,8 irgendwas. Also da müssten jetzt, wenn ich, weiß nicht, so 800 Hertz rauskommen. 795 Hertz. So, und jetzt nehmen wir eben für die, ja, und hier ist ein Strich zwischen. Jetzt nehmen wir für diese Resonanzkreisfrequenz oder Eigenkreisfrequenz die Einheit 1 durch Sekunde, um zu zeigen, dass das so eine Kreisfrequenz ist. Und die Eigenfrequenz, die schreiben wir in Hertz, obwohl Hertz das gleiche ist wie 1 durch Sekunde, aber eben um zu zeigen, das ist eine Frequenz, das ist eine Kreisfrequenz. So, um diesen Unterschied auch direkt an der Einheit deutlich zu machen. So, letztendlich irgendwie Formel raussuchen, Werte einsetzen, ein bisschen mit den Einheiten rumhantieren, ausrechnen, sich nicht verrechnen. Und irgendwie überlegen, naja, kann schon, könnte schon, wird schon passen. Ne? Also von der Größenordnung her, 0,4 Henry ist schon eine ziemlich große Spule. Also da muss ich schon ziemlich viele Wicklungen aufwickeln und irgendwie einen guten Kern haben, damit ich das hinbekomme. 100 Nanofarad ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber weil das relativ groß ist, kriegt man schon noch eine ziemlich niedrige Frequenz hier hin als Resonanzfrequenz. So, was sollte man noch? Oder, ja. I gleich Funktion von Omega, also Frequenz von Omega und UR als Frequenz von Omega allgemein darstellen und I von Omega soll dann grafisch qualitativ gezeichnet werden. Naja gut, das kriegen wir ja auch noch irgendwie hingequetscht. Also jetzt geht es darum, ne, den Strom in Abhängigkeit der Frequenz. Und hat der Strom Strich drunter oder hat der Strom keinen Strich drunter? Kein Strich. So, also kein Strich würde jetzt für mich heißen, es geht um den Betrag des Stromes. Ne? Weil eigentlich wäre das ein komplexer Zeiger. Naja, und ich meine, das ist jetzt der Strom, der hier irgendwie fließt in dem Kreis. Und weil das ein reiner Schwingkreis ist, fließt natürlich überall der gleiche Strom. Ja, und also eigentlich ja, ist das jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig geschrieben. Jetzt muss ich mal den Schwamm hier suchen. Also wenn ich jetzt hier in meiner Notation einheitlich bleibe, dann müsste ich hier eigentlich hinschreiben, dass der Strom hier natürlich auch zeitabhängig ist, wenn die Spannung so zeitabhängig ist. Aber es geht uns jetzt, ne, wir haben jetzt aus der Spannung, aus der Zeitfunktion haben wir jetzt einen Zeiger gemacht. Und das sind 200 Volt. Und daraus folgt auch, dass dann der Betrag dieser Spannung natürlich auch 200 Volt sind. So, und in diesem Sinne
suchen wir jetzt den Betrag des Stromes. So, wie kriegen wir jetzt den Betrag dieses Stromes raus? U durch R, also U durch Impedanz. Genau, also U durch die Impedanz. Und weil wir ja jetzt hier nur uns nur der Betrag interessiert, können wir auch hier nur den Betrag einsetzen und hier sozusagen auch nur den Betrag benutzen. Ja, jetzt können wir uns das mit dem ganzen J im Prinzip an der Stelle so ein ganz bisschen sparen. So, und jetzt ist ja die Frage, also U kenne ich ja, das schreibe ich jetzt einmal wieder U hin, das sind 200 Volt. Und wie kriege ich jetzt den Betrag der Impedanz raus? Blindwiderstand, also Wurzel aus dem Quadrat der Blindwiderstand plus dem Realteil. Genau, also ich nehme die Wurzel von dem Realteil der Impedanz. Ne? Die Impedanz wäre jetzt eigentlich komplex. So, und der Realteil wäre einfach der Widerstand, den eben zum Quadrat. So, und der Blindwiderstand, ich kann ja mal hier so in einer anderen Farbe drüber schreiben, also das ZL, was wir hier hätten, kriege ich vielleicht noch hier hingeschrieben, das ZL wäre J Omega L und das ZC hier an der Stelle wäre 1 durch J Omega C und 1 durch J haben wir schon mal beim letzten Mal mehrfach diskutiert, kann ich auch schreiben als Minus J und die sind ja in Reihe geschaltete Impedanzen werden addiert, also sehe ich hier als Imaginärteil dieser Impedanz Omega L minus 1 durch Omega C und das zum Quadrat. Und ich weise noch mal vorsichtig darauf hin, es ist schlau beim Schreiben, das L möglichst eckig und das C möglichst rund zu schreiben, um am Ende einer längeren Herleitung noch das L vom C unterscheiden zu können. Ja. So, letztendlich ist es das jetzt. Und jetzt kann man da eben Werte einsetzen und sich das überlegen, wie das so aussieht. Und das können wir gleich in der Skizze, die Skizze versuche ich dann mal hier unten noch hinzuquetschen, irgendwie zu machen. So, also das war jetzt ja so, noch so gesucht, ne? Das I von Omega, der Strom, der fließt in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. So, was war jetzt noch Schönes gesucht? Also wir sollen die Funktion aufstellen halt, von in Abhängigkeit von Omega und dasselbe auch für U gesagt, also für UR machen. Für UR machen, ja. So. Und qualitativ I von Omega darstellen und das Zeigerbild der Spannungen für Omega gleich Omega R zeichnen. Okay. Okay. So, das IR, UR kriegen wir jetzt noch hier hin. Also UR von Omega, das wäre jetzt die Spannung, die hier über den Widerstand abfällt. Das wäre jetzt, nehme ich hier wieder in meinem Schaltbild UR von T. Das hängt von der Zeit ab. Hier gucken wir jetzt wieder nur auf den Betrag dieser Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz. So, wie kann ich die Spannung über dem Widerstand ausrechnen? Einfach mit dem Ohmschen Gesetz. Ja, also das ist so ein bisschen so eine Triviallösung. Also wir nehmen jetzt einfach das mal den Strom, den wir da oben schon haben. Und dann lohnt sich das jetzt nicht wirklich, diese Formel nochmal abzuschreiben. Die bleibt natürlich irgendwie so, wie sie ist. Ja, aber klar, also in diesem Reinschwingkreis gilt natürlich das Ohmsche Gesetz trotzdem an den Widerstand. Also wenn ich den Strom irgendwie habe, dann verhält sich die Spannung an den Widerstand einfach proportional zu dem Strom. Das ist so ein bisschen das, was jetzt dabei rauskommt. So, und jetzt geht es ja darum, oder ging es darum, das nochmal irgendwie grafisch darzustellen. Ja, wer jetzt sich erinnert, das habe ich gerade mit MATLAB geplottet gehabt. Ich versuche das jetzt nochmal hier unten so ein bisschen zu zeichnen. Also wenn das hier der Betrag ist, kann das ja nur positiv sein. Das heißt, den negativen Teil dieser Achse, den kann ich mir sparen. Machen wir noch ein bisschen länger. So, das ist jetzt die Frequenz und das ist jetzt der Strom. Vielleicht sollte ich hier unten nicht F schreiben, sondern auch Omega schreiben, damit das einheitlicher ist. Aber letztendlich ist das egal. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt aus dieser Formel da oben irgendwie eine Skizze hier unten?
Ja, und also was könnte man jetzt für Wege gehen? Eine Wertetabelle machen? Oder man weiß es? Oder wir nehmen MATLAB und plotten es und malen es dann ab, was MATLAB uns geplottet hat. Naja, oder wir denken so ein bisschen drüber nach und machen uns sowas wie so eine Wertetabelle im Prinzip im Kopf. Ja? Das ist das, was ich jetzt so irgendwie so ein bisschen machen würde. Und also wir können ja im Prinzip überlegen, was uns, oder wir können versuchen zu überlegen, was passiert. Also, wenn die Frequenz, fangen wir mal hier vorne irgendwie an, wenn die Frequenz sehr klein ist und wenn die Frequenz sozusagen 0 ist, die Frequenz ist jetzt sehr klein oder 0. Was passiert hier? Ich habe 1 durch was sehr Kleines. Nee, wird erstmal was sehr Großes. Ja, 1 durch was. So, dann wird das sehr groß. Also dann wird das sehr groß. Ist egal, was hier passiert, aber das wird auf jeden Fall sehr groß. Wenn ich das quadriere, wird das immer noch groß. Okay, wenn ich davon die Wurzel ziehe, wird es wieder ein bisschen kleiner. Aber es ist immer noch sehr groß. Und jetzt rechne ich irgendwas durch, was sehr groß ist, ist sehr klein. Ja, und wenn ich das jetzt wirklich sage, 1 durch 0, das wird unendlich, unendlich, unendlich bleibt das hier unten immer noch der ganze Nenner unendlich, irgendwas durch unendlich wird 0. Also ich starte hier im Prinzip mit 0. So, dann können wir uns überlegen, wenn ich jetzt die Frequenz im Prinzip größer werden lasse, ja, also die ist jetzt immer noch sehr klein, aber die wird jetzt ein bisschen größer. So. Aber 1 durch was Kleines macht immer noch was Großes. Das gewinnt gegenüber dem Term. Also den kann ich dann weghalten. So, dann habe ich nur das zum Quadrat. 1 durch was Kleines soll sehr groß sein, dann gewinnt es auch gegenüber diesem Term hier. Kann ich den auch weghalten? Das brauche ich schon zwei Hände. Ja? So. Jetzt habe ich nur das da hinten, minus 1 durch Omega c zum Quadrat und davon die Wurzel. So, das Quadrat macht sozusagen das Minus weg und Wurzel und Quadrat heben sich auf, habe ich u durch 1 durch Omega c. Ja, kann ich diesen Doppelbruch umstellen, kann das Omega nach oben schreiben und dann heißt das, das wächst mit Omega an. Das steigt mit, so wie die Frequenz ansteigt, steigt der Strom an. Also es steigt Prinzip mehr oder weniger linear an. Das ist das, was bei tiefen Frequenzen passieren sollte. So, naja, und ich meine, irgendwann haben wir diesen Punkt, ja, wo 1 durch was Kleines, das wird jetzt, also das wird größer, und dann wird der Term immer kleiner, der Term wird größer, irgendwann sind die eben so ungefähr gleich groß, heben sich gegenseitig auf, dann ist das 0, dann habe ich nur den Widerstand durch das, dann habe ich definitiv so ein Maximum erreicht. Ja, das nehmen wir an, ist jetzt vielleicht irgendwo hier so. Das ist das, wo dann das Omega R ist, was wir hier gerade vorher ausgerechnet haben. So, und wenn wir jetzt zu sehr hohen Frequenzen gehen, 1 durch was sehr groß ist, wird sehr klein, aber das wird sehr groß und wenn ich das quadriere, bleibt das groß. Wenn ich die Wurzel ziehe, wird es ein bisschen kleiner. Aber 1 durch was sehr Großes oder wenn die Frequenz praktisch gegen unendlich geht, 1 durch unendlich wird 0. Also irgendwie wird zu hohen Frequenzen wird das wieder 0. Ja, die 0 sehe ich jetzt aber nicht, weil meine Frequenzachse geht ja nicht bis gegen unendlich. Also das wird hier klein. Und jetzt kann man sich wieder überlegen, wenn das Omega groß ist, gewinnt ja das gegen den Term und der Term gewinnt auch gegen den Term, sodass da sowas wie 1 durch Omega steht. Ne? Weil das Quadrat und die Wurzel, die heben sich wieder auf. Also U durch Omega. Also je größer die Frequenz wird, desto kleiner wird der Strom. Also es geht hier runter. Ja, ist jetzt so ein bisschen, also na, eigentlich schlechte Skizze. Wenn ich das jetzt linear habe, hier die beiden Achsen, ne, 1 durch Omega macht ja sowas wie so eine Hyperbel, so 1 durch x-Funktion. Also irgendwie macht das eher sowas so. Naja, und ich meine, dazwischen gibt es jetzt diesen Bereich, wo die beiden Sachen sich genau gegenseitig aufheben und das gewinnt und dann so diese Näherungen, die wir vorher gemacht haben, die stimmen dann eben nicht mehr so ganz. Und deshalb
Ist das jetzt nicht so, dass das so linear hochgeht und dann irgendwie 1 durch x abfällt, sondern es gibt so einen Bereich, wo das dann so ein bisschen weicher ist und, sagen wir mal, irgendwie sowas macht. So. Ja, und wie das jetzt genau aussieht, dafür müsste man das jetzt mal mit MATLAB, mit Octave, mit was auch immer plotten. Aber bei tiefen Frequenzen habe ich keinen Strom, weil die Kapazität sperrt. Dann haben wir diese Resonanzfrequenz, da heben sich die induktiven, kapazitiven Anteile genau gegenseitig auf und zu höheren Frequenzen sperrt dann mehr und mehr die Induktivität und das geht wieder runter. So ist die Idee. Ja? Deshalb sieht das so aus. Klingt das soweit so einigermaßen logisch? Ihr hattet vorhin noch irgendwie eine Frage oder hat die sich schon geklärt? Hat sich schon geklärt. So, und ich meine, dadurch, dass dann die Spannung proportional ist zu diesem Widerstand hier, macht die Spannung genau das Gleiche. Ne? Also hier kann ich UR von Omega hinschreiben. Das ist prinzipiell genau der gleiche Verlauf. Oh, naja, und ich meine, könnte man sich jetzt so überlegen, wenn ich jetzt mir die Spannung über der Induktivität anschaue oder die Spannung über der Kapazität, also ich nenne das mal UL von T, ja, und hier das UC von T. Naja, dann passieren da nochmal auch ganz interessante Dinge, weil natürlich dann hier an der Stelle, na, also der Strom bleibt der gleiche, der Strom ist durch alle Elemente der gleiche, aber hier hätte ich jetzt ja zu stehen nicht R, sondern J Omega L mal den Strom. So, und dann kann man sich überlegen, wenn jetzt hier der Strom ansteigt und also das war ja hier proportional zur Frequenz und das war hier an der Stelle proportional zu 1 durch der Frequenz, richtig? Da haben wir uns das überlegt. So. Und wenn jetzt hier der Strom proportional zur Frequenz ansteigt und dann steigt die Spannung nochmal proportional zur Frequenz an, ja, dann steigt das bei der Spannung über der Induktivität hier vorne steiler an, macht dann im Prinzip genauso ein Maximum und wird dann aber eher konstant, weil sich hier hinten hin das 1 durch Omega und das Omega hier genau gegenseitig aufheben, kann man sich so überlegen. Also die Spannung über der Induktivität, die geht steiler hoch, hat ein Maximum und erreicht dann so ein Plateau, was auch irgendwie logisch ist, weil, naja, bei hohen Frequenzen sperrt ja die Induktivität. Die gewinnt gegenüber dem Widerstand und der Kondensator ist sowieso wie so ein Kurzschluss. Und das heißt, die ganze Quellspannung, die muss dann eben über der Induktivität abfallen. Und deswegen zu hohen Frequenzen hat dann die Induktivität, nimmt einfach den Wert der Quellspannung an. So. Und genau umgekehrt, ne, wenn ich mir jetzt die Spannung hier an dem Kondensator anschauen würde, der Strom steigt proportional zur Frequenz, die Spannung fällt aber proportional zur Frequenz oder umgekehrt proportional zur Frequenz. Und das heißt, hier heben die sich beide gegenseitig auf. Also hier starte ich mit einem konstanten Wert für die Kondensatorspannung. Dann gibt es dieses Maximum und dann fällt das doppelt so schnell ab. Und das ist auch irgendwie logisch, weil bei tiefen Frequenzen sperrt ja der Kondensator. Ich kann keinen Gleichstrom durch den Kondensator durchschieben. Also muss bei tiefen Frequenzen die gesamte Quellspannung, der gewinnt gegenüber dem Widerstand, das ist sowieso bei tiefen Frequenzen wie ein Kurzschluss. Das heißt, die ganze Quellspannung fällt über dem Kondensator ab. Und deshalb habe ich bei tiefen Frequenzen eben hier den Kondensator. Ich kann es ja nochmal ganz geil ist das jetzt nicht, aber ne, also das steigt irgendwie steiler an. Ich weiß nicht, wie ich das hier hinbekomme. Ne, also eher so quadratisch, hat so ein Maximum und geht dann eben gegen was Konstantes. Und bei dem anderen ist es so, ich starte mit so einem konstanten Wert, dann habe ich irgendwie so ein Maximum und dann sinkt das noch steiler ab. Das wäre das UL von Omega und das Rote wäre das UC
von Omega. Naja, und eigentlich sind dann die Resonanzfrequenzen auch noch so ein bisschen verschoben. Also, oder die, nicht die Resonanzfrequenzen, das, die Frequenzen, wo man das Maximum sieht, das kriegt man jetzt aber hier aus unserer Handskizze nicht so richtig raus. Das müsste man sich jetzt wirklich mal mit dem Computer plotten, um das rauszubekommen. So, und was sollten wir jetzt noch machen? Ein Zeigerbild zeichnen, richtig? So, und zwar ein Zeigerbild der Spannungen für diese Resonanzfrequenz. So, das kriege ich bestimmt noch hier unten ganz gut hingequetscht. Also für dieses Zeigerbild brauchen wir eine reelle Achse und wir brauchen eine imaginäre Achse. Und wir müssen uns jetzt überlegen, bei der Resonanzfrequenz, das kann ich ja mal hier noch irgendwie hinschreiben, I von Omega R. Ist einfach die Spannung durch den Widerstand, weil bei der Resonanzfrequenz ist ja genau das Null. Wenn Omega gleich Omega R ist, ne, dann wird die Klammer da Null. Dann habe ich 1 durch die Wurzel von R Quadrat, das ist U durch R. Und wenn wir das einsetzen, 200 Volt durch 100 Ohm und Ohm sind Volt pro Ampere, kürzen sich die Volt weg, bleiben Ampere über, sollte ja auch so sein. Und die ganzen Nullen kürzen sich weg, dann kommen da 2 Ampere raus, wenn ich jetzt richtig rechne, richtig? So, und das ist ja das, was wir vorher auch schon mal irgendwie gesagt haben, das ist auch das Maximum des Stromes, das man denn hier so hat. Ja, also hier wären diese 2 Ampere für den Strom. Und der Strom hat dann den gleichen Phasenwinkel, auch wenn wir das jetzt in dieser Rechnung nicht sehen, weil wir uns nur die Beträge anschauen, wie diese Spannung hier. Ne, also weil die Formel könnte ich jetzt genauso auch einfach mit einem Unterstrich hier, komplexen Zeiger hier und komplexen Zeiger hier machen und das R hat einfach keinen imaginären Anteil, deswegen hat das und das, die Strom und Spannung haben den gleichen Phasenwinkel. Wie dem auch sei, kann ich jetzt mal hier das Prinzip einzeichnen. Ich zeichne mal den Strom, weiß nicht, in weiß ein, relativ kurz oder so mittelmäßig lang. Also das ist jetzt I. So, weil jetzt müssen wir nämlich mal noch so ein bisschen rechnen. Wahrscheinlich, wenn man das so steht da, man soll das qualitativ, quantitativ, man soll ein Zeigerbild zeichnen. Man soll ein Zeigerbild zeichnen. Naja, gut. Schauen wir mal, ob uns das jetzt hier so auf Anhieb gelingt. So, jetzt brauche ich mal noch, jetzt muss ich hier noch irgendwie mir mal eine dritte Farbe suchen. Nehmen wir mal ein schönes Gelb. So, jetzt kann ich ja mit der Formel hier oben sagen, jetzt kriege ich die Spannung über den Widerstand raus. So, wie groß ist sie dann und in welche Richtung zeigt die? Wenn man nur einfach die 2 Ampere, dann sagt man, dass das dann 200 Volt sind. Genau, also das sollte ja umgekehrt wieder diese 200 Volt ergeben und bei Resonanz fällt ja die gesamte Quellspannung über den Widerstand ab, weil die ja sich hier genau gegenseitig aufheben, diese Spannung. Und deshalb, also 2 Ampere mal 100 Ohm macht 200 Volt oder eben einfach Quellspannung 200 Volt. So, jetzt ich zeichne mal und die zeigen natürlich hier in die gleiche Richtung. Ja. Ja. Haben nicht Spulen und Kondensatoren auch einen reellen Widerstandsanteil? Also sie haben ja Reaktanz und... Ja, aber wir sagen jetzt, das hier ist wirklich eine perfekte, ideale Induktivität, die hat nur das J-Omega-L. Und wir sagen, das ist eine perfekte Kapazität, die hat nur das 1 durch J-Omega-C, obwohl die natürlich in der Praxis irgendwie noch ein R hätte, ja, durch einen Kupferwiderstand. Aber den haben wir jetzt schon wahrscheinlich hier in den reingeschoben. Und ich meine, die Kapazität, die hätte auch noch... Also die hätte mindestens mal auch noch einen äquivalenten Serienwiderstand, irgendeinen kleinen Widerstand hier.
Ja, weil die ja auch Anschlussbeinchen hat, die irgendwie aus Kupfer sind. Kann ja aber auch noch mit da reinschieben. Was diese Kapazität typischerweise auch noch hätte, wäre so ein bisschen Anschlussinduktivität. Die kann ich mir aber auch damit reindenken. Und die hätte noch so einen Parallelwiderstand, einen relativ großen, über den sich der Kondensator so langsam entlädt, wenn ich den jetzt eine Weile nicht benutze. Ich meine, ich nehme einen Kondensator, lade ihn auf, packe ihn in eine Kiste, gucke 2 Tage später drauf, ist keine Ladung mehr drauf, weil, naja, weil der sich in der Zeit entladen hat. Ja, weil der einen Widerstand, einen relativ großen Widerstand parallel hat. Und genauso hat diese Spule, wenn das eine Spule ist mit Eisenkern, hat die auch nochmal einen Widerstand parallel, weil ich Ummagnetisierungsverluste habe. Bei den Widerständen sind Störtherme quasi. Genau, also diese ganzen parasitären Eigenschaften, die blenden wir jetzt hier immer aus. Ja, deswegen steht da meistens nicht, weiß nicht, was jetzt so ganz konkret in der Aufgabe drin steht, aber meistens steht da nicht eine Spule und ein Kondensator, sondern da steht eine Induktivität und eine Kapazität. Und wenn da von einer Induktivität und einer Kapazität die Rede ist, dann sind das ideale Induktivitäten und Kapazitäten. Dann haben die keine parasitären bösen Einflüsse. So, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder 200 Volt. Ja? Also wenn ich das hier mal nochmal hinschreibe, hier in klein irgendwie so zwischengequetscht, das UR von Omega R, das sind 200 Volt. So, und jetzt die 200 Volt, die zeigen hier in die gleiche Richtung. Ich zeichne die jetzt mal vergleichsweise kurz ein und schreibe mal hin, das ist UR. Ja, mit Strich drunter, weil es jetzt irgendwie so Komplexzeigerbild und so. So, und jetzt die Frage, wie groß ist denn jetzt das UL und wie groß ist das UC? So, UL Unterstrich von Omega R, wie kann ich das ausrechnen? Die Spannung über den Widerstand ist doch aber hundertfach größer als der Strom. Ja, aber ich weiß ja, wenn ich den jetzt hundertfach größer einzeichne, ich muss für Strom und Spannung unterschiedliche Maßstäbe benutzen. Und ich habe bis jetzt noch, ich habe ja hier kein Kästchenpapier und kein Nix. Also ja, das sind hier 2 Ampere auf der Stromachse. Und ja, das hier sind im Moment 200 Volt auf der Spannungseinteilung. Ja, also ich habe kein Kästchenpapier und keine Ahnung. Es ist jetzt auch die große Frage, wie groß sind diese anderen Spannungen, die ich hier habe? Also wie groß ist das UL und wie groß ist das UC von Omega R und wie kann ich die ausrechnen? So, was mache ich da Schönes, um die auszurechnen? Ja, Strom haben wir ja. Also? Genau, also wir nehmen die Formel, so wie sie hier steht, ja, und rechnen einfach anstatt R eben ZL oder ZC. Mal das. So. Und der Strom ist einfach die 2 Ampere. Und für das Omega setzen wir jetzt eben unser Omega R ein, hier diese 5000. Ja? So, also haben wir. Ich schreibe mal das. Ja, ich schreibe auf jeden Fall das J mit hin. Also J mal 5000. 1 durch Sekunde. J, Omega habe ich jetzt abgeschrieben, jetzt brauchen wir L. L ist 0,4 Henry. So, Henry sind, hatten wir vorhin schon mal, Voltsekunden pro Ampere. Und jetzt brauchen wir noch den Strom. Der Strom sind 2 Ampere. So, jetzt ganz viel Zahlenrechnung im Kopf. Und Einheiten kürzen Sekunden gegen Sekunden, Ampere gegen Ampere. Es bleiben Volt über, was ja auch gut ist. Wir wollen ja eine Spannung ausrechnen. 5000 mal 2 sind 10.000. Und 10.000 mal 0,4 sind 4.000. Ja, und deshalb, meine 200 sind hier noch viel zu lang. Wenn ich jetzt in dem Maßstab 200 noch 4.000 einzeichnen will, das ist ja 5 mal 4, 20, was, 40 mal so lang?
Wie oft passen 200 in 4000 rein? 20 mal, Entschuldigung, ja, 20 mal. 20 mal so lang. Naja, also muss ich das hier noch ein bisschen kürzer mal, ne? Damit das jetzt irgendwie, damit das maßstabsgetreu wird. Also mache ich mal die 200 mal weg und naja, das hätte ich jetzt hier fast da lassen können, aber bisschen gefuscht. So, also wenn das hier jetzt meine ganze Spannung ist und ein 20. davon, ne, dann ist das hier irgendwie sehr klein. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz maßstabsgetreu, aber okay. Das sind die 200 Volt hier und das ist eben das Gelbe, ist das UR von Omega R, lasse ich jetzt mal weg, nimmt mir zu viel Platz weg. So, und jetzt haben wir ausgerechnet, also das hier sind 4000 Volt, die nach oben zeigen in Richtung J. Das hier bis zu 4000 Volt auf der imaginären Achse oder J 4000 Volt und diese blaue Kurve, das ist das UL. So, und jetzt müssen wir noch das UC ausrechnen. Machen wir genau das gleiche Spiel. Wieder die Formel wie hier. Anstatt des Rs, anstatt des Widerstandes, setzen wir diese Impedanz hier ein. 1 durch J kann ich auch schreiben als minus J. So, 1 durch Omega. Naja, das muss ich jetzt mal irgendwie so hinschreiben. Also 1 durch 5000. 1 durch Sekunde mal... der Kondensator waren 100 Nanofarad. Das kann ich schreiben als, mach mal eine Null hier wieder weg. Also 100 mal 10 hoch minus 9 sind 10 hoch minus 7. Und Farad waren Ampere Sekunden pro Volt. Und das noch multipliziert mit den 2 Ampere. Ja? Und dann kürzen sie sich wieder, so wie das sein sollte, Ampere gegen Ampere und Sekunde gegen Sekunde. Und wir haben 1 durch 1 durch Volt. Das macht uns ein Volt über dem Bruchstrich. Sollte ja auch so sein, dass da so eine Spannung rauskommt. So, und jetzt kann man wieder so rechnen. Also hier habe ich 3 Nullen. Und hier habe ich 10 hoch minus 7. Also ich kann die 3 Nullen wegmachen und kann aus den 10 hoch minus 7 10 hoch minus 4 basteln. Ja? Und ein 10 hoch minus 4 unterm Bruchstrich kann ich auch als ein 10 hoch 4 über dem Bruchstrich schreiben. Das ist jetzt einfach Mathematik. So, und dann habe ich ein Fünftel, die überbleiben. Mal 2. Ein Fünftel sind 0,2 und 0,2 mal 2 sind 0,4 und 10 hoch 4 sind wieder 10.000, also kriege ich hier auch 4.000 Volt raus, so wie das so sein sollte. Aber die zeigen jetzt eben nach unten in Richtung minus J. So, ja, und ich könnte die jetzt so, ich zeichne die mal so ein, also ich kann die auch so einzeichnen, ich will die jetzt ja im Prinzip aber auch direkt zusammen addieren. Also das hier ist das UC, alles bei Omega R. Ja, schreibe ich mal hier hin, bei Omega gleich Omega R. So, und wenn ich die dann zusammenrechne, also UR, das UL dran und das UC in die entgegengesetzte Richtung dran, dann kommt am Ende natürlich nur wieder das UR bzw. das UQ bei raus, weil sich bei Resonanzfrequenz genau Induktivität und Kapazität gegenseitig aufheben. Ja, so, und das heißt, wenn ich jetzt noch in einer weiteren Farbe, weiß ich, was haben wir noch, grün, ne, grün jetzt irgendwie sage, das ist jetzt hier, das ist das, was ich für die Quelle benutze, dann ist dieser kleine, sehr kleine Pfeil hier nochmal in grün darüber gemalt. Das ist natürlich auch UQ. Als Zeiger. So sieht dieses Zeigerdiagramm aus. So weit, so einigermaßen sinnvoll. Kommen wir mal
irgendwann im Semester nochmal Zeigerbilder ein bisschen genauer. Wir können bestimmt nochmal Zeigerbilder machen. Ich meine, was man jetzt aus diesem Zeigerbild sich noch so ein bisschen überlegen kann, also dass dieses Zeigerbild natürlich auch irgendwie mit dem hier zusammenhängt, was wir gerade so gemacht haben. Ja. Auch wenn man das ja nicht direkt so explizit sieht, aber also wenn ich jetzt mal sage, ich gebe mal irgendwie einen Strom vor. Ich würde jetzt keine Spannungsquelle hinbauen, sondern ich würde hier eine Stromquelle hinbauen, die mir unabhängig von der Frequenz immer den gleichen Strom treibt. Ja, dann würde natürlich je nach Frequenz der Zeiger von diesem Widerstand, der würde immer gleich lang bleiben und immer in diese Richtung zeigen. Da ändert sich ja nichts dran. So. Und der Zeiger von der Spannung über, also nicht der Zeiger des Widerstandes, der Zeiger der Spannung über den Widerstand wäre immer parallel zum Strom und unabhängig von der Frequenz immer gleich lang. Der Zeiger der Spannung über der Induktivität hier in blau gezeichnet, der würde auch immer nach oben zeigen, aber je größer die Frequenz, desto länger würde dieser Zeiger werden. Also der wäre bei kleinen Frequenzen wäre der sehr klein und er würde eben wachsen. So. Und der Zeiger von der Spannung über der Kapazität, der würde auch immer nach unten zeigen. Der hat immer das minus j oder 1 durch j als Phasenwinkel. Aber der würde genau umgekehrt das Verhältnis machen. Der würde am Anfang super lang sein. Bei tiefen Frequenzen wäre der sehr lang, weil 1 durch was Kleines hier gibt was sehr Großes. Aber der wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Ja, also der wird länger und der wird kürzer. Und deshalb ist am Anfang die Impedanz eben sehr groß, ne? Weil am Anfang, also der bleibt immer gleich, der gelbe bleibt immer gleich, aber am Anfang ist der blaue super kurz und der rote Zeiger ist ganz lang, der zeigt hier ganz weit nach unten. Ja, da wäre die Impedanz ganz groß mit einem minus 90 Grad Phasenwinkel und deswegen 1 durch die Impedanz, 1 durch was ganz Großes macht einen kleinen Strom und der Strom hat eben diesen 90 Grad Phasenwinkel. Ja, weil haben wir gesagt, der Strom an der Kapazität eilt vor und an der Induktivität nachher verspätet er sich. So, und jetzt gehen wir höher in der Frequenz. Ne? Der blaue Zeiger wird immer länger, der rote Zeiger wird immer kürzer. Irgendwann sind die gleich groß. Dann wird die Impedanz minimal, hat einen Phasenwinkel von 0 Grad. Deswegen wird der Strom maximal, hat einen Phasenwinkel auch von 0 Grad. Und wenn wir zu höheren Frequenzen gehen, wird der blaue Zeiger immer länger, immer länger, immer länger. Der rote wird immer kürzer. Die Impedanz zeigt hier nach oben. Die wird betragsmäßig wieder immer größer und geht gegen plus 90 Grad. Und deshalb wird dann der Strom wieder kleiner und der Phasenwinkel des Stromes geht gegen minus 90 Grad, an Induktivitätenströme sich verspäten. Ja, dann eilt der Strom eben nach, die Induktivität dominiert. Da auch das hier, auch dieses Zeigerbild, auch im Sinne dann einer Ortskurve, ne, wenn man das mal als Ortskurve zeichnet, kann man auch wunderbar in LTSpice machen, kann man auch in Octave machen. Also die Ortskurve wäre einfach eine Linie, die dann hier so ist. Ja? Eine Linie, die von ganz unten hochwandert nach ganz oben. Und Ortskurven hattet ihr auch schon in der Vorlesung? Nö. Okay. Wahrscheinlich ist das deshalb so. No, und dann kann man über diese Ortskurve nachdenken und kann diese Ortskurve der Impedanz zum Beispiel invertieren. Dann kriegt man die Ortskurve der Admittanz raus oder kriegt sozusagen auch die Ortskurve von diesem Strom raus. Und das, da können wir uns nochmal unterhalten. Wenn man eine Gerade, die nicht durch den koordinaten Ursprung läuft, invertiert, dann kommt da so ein Kreis raus, der durch den koordinaten Ursprung läuft. Der würde dann hier ungefähr so liegen. Ich deute den mal so ganz sachte an, ja. Mit sie nicht so, dann wäre so dieser Kreis. Ja. Und der Kreis würde dann so, also wenn ich jetzt hier die Ortskurve habe, ne, dann würde die ja so mit der Frequenz laufen, so nach oben. Und das heißt, ist das so, die läuft nach oben und ich starte. Genau, ich starte nach hier. Ja,
Ja, also bei Tiefenfrequenzen ist die ja hier unten und dann laufe ich hier so hoch. Und dann ist im Prinzip das, was jetzt diese dieser Kreis hier, das, was der Kreis hier macht in der komplexen Zahlenebene als Ortskurve, als Zeigerbild, das genau sehen wir jetzt hier in diesem Diagramm wieder. Also wenn ich jetzt nämlich hier mal gucken würde, der Betrag, ne, der ist am Anfang ganz klein und dann wird der Betrag größer, 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 größer. Hier hat der Betrag das Maximum. Ne, Betrag wird größer, 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 größer. Betrag erreicht ein Maximum und dann wird der Betrag wieder kleiner, 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 geht gegen Null. Kleiner, 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 geht gegen Null. Und am Anfang habe ich diesen Phasenwinkel plus 90 Grad. Ne, der Strom eilt vor an der Kapazität. Dann geht der Phasenwinkel auf 0. Dann geht der Phasenwinkel gegen minus 90 Grad, weil an Induktivitäten Ströme sich verspäten. Ja, also das passt alles. Man muss das mal machen. Das passt alles ganz wunderbar zusammen. Das und das ist nur, wenn ich jetzt hier noch einen Phasengang zu mache, ist das genau die gleiche Darstellung oder eine unterschiedliche Darstellung von genau dem gleichen Sachverhalt. Ja, und auch das kann ich mir in LTSpice plotten, das kann ich auch in MATLAB plotten. Aber das ist auch eben was, was man sich wunderbar zeichnen kann und was man auch wunderbar für andere Schwingkreise zeichnen kann, die jetzt nicht ein reiner Reihenschwingkreis sind oder ein reiner Parallelschwingkreis. Ja, und dann kann ich aus so einer Ortskurve auch wunderbar eben so eine Resonanzkreisfrequenz ablesen, nämlich das, der Punkt, wo der am größten wird, der Betrag. Ja, und ich kann diese Kompensationskreisfrequenz ausrechnen, da wo der Phasenwinkel 0 wird oder die bestimmen. Und weil das jetzt hier ein perfekter Kreis ist, ist das genau die gleiche Frequenz. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen Schwingkreis hätte, dann wäre das nicht notwendigerweise ein Kreis. Dann kann das auch mal so eine Spirale sein oder irgendwie so ein Kreis, der so ein bisschen halb schräg irgendwie da liegt. Und dann muss das Maximum von diesem verformten Kreis nicht unbedingt genau da sein, wo der Nulldurchgang ist. Ja? Aber also hier ist das jetzt so weit perfekter Reihenschwingkreis. So, ich weiß nicht, irgendwo gab es jetzt noch eine Frage zwischendurch? Hat sich schon geklärt? Okay. Was gibt es sonst noch so für Fragen zu dieser schönen Aufgabe? Sollen wir den Grafik unten auch gesehen haben? Naja, also ich sag mal so, das ist jetzt hier nicht so eine wahnsinnig typische Klausuraufgabe meines Erachtens, weil das ist ja, das ist so ein bisschen, wir haben jetzt nochmal irgendwie den Stoff von der Vorlesung wiederholt. Ja, also es war so, guck mal ins Skript, was da so drin steht und versuch das mal so nachzuvollziehen und das nochmal selber zu zeichnen, dass das vielleicht das verstanden hast, was da passiert, anhand eines Beispiels mit ein paar Zahlenwerten. Aber es ist jetzt, wenn man ehrlich ist, keine Raketenwissenschaft, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja, ist einfach, also in Anführungszeichen, einfach nochmal das wiederholt, was da schon irgendwie so steht. Ich meine, hier unten über diesen Verlauf haben wir jetzt so ein bisschen nachgedacht mit Hilfe der Formel. Ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, kein Mensch setzt sich jetzt hin und sagt, oh, wie ich immer sage, ich ziehe mich immer mal schön Zettel und Stift und mal das schön von Hand auf. Jeder nimmt einen Computer und plottet das, aber dann kommen eben auch, der Computer macht immer ein Diagramm. Die Frage ist ja, ob das Diagramm dann richtig ist. Ja, und deshalb ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man mal einmal so ein bisschen von Hand darüber nachgedacht hat, wie so ein Diagramm aussehen sollte, damit man das dann auch entsprechend irgendwie das Ergebnis vom Computer aus MATLAB oder aus ChatGPT oder so oder von was auch immer, aus Octave, aus Python interpretieren kann. Aber ja, also wenn da steht in der Aufgabe, man soll ein Diagramm zeichnen, dann soll man ein Diagramm zeichnen. Auch in der Prüfung. So, was machen wir jetzt noch Schönes? Ich gehe mal aus dem Ortskurve des Stromes und trage die Omega plus 45 Grad und Omega minus 45 Grad ein. Wie groß ist der Strom bei diesen Frequenzen? Naja, das können wir jetzt noch machen. Also Ortskurve habe ich jetzt ja im Prinzip schon gezeichnet. Ja. Also die Begründung ist jetzt für die Ortskurve dieser Impedanz kommt eine gerade raus, die nicht schon keinen Ursprung läuft,
Dann kann man gucken, zweiter Inversionssatz. Zweiter Inversionssatz sagt, gerade nicht durch den konstanten Ursprung ergibt ein Kreis, der durch den konstanten Ursprung läuft, eine Gerade, die dann so, sage ich mal, senkrecht liegt, die macht einen Kreis, der so waagerecht liegt. Und das ist auch relativ einfach, jetzt hier wieder was dran zu schreiben. Das passt nicht so ganz zu meiner, deswegen mache ich mal hier so nochmal kurze Anpassungsübung. Ich mache mal den einfach, mache mal das hier weg. Ich schreibe mal in die Mitte hier 1 Ampere dran und hier hinten jetzt 2 Ampere dran, weil das war ja der maximale Strom, den wir hatten, ne? Als Zeiger. Strom, Strom, Strom zeigt bis hier. Also das war der Zeiger bei Resonanz und ansonsten bei Frequenzen kleiner als der Resonanzfrequenz sind wir irgendwo hier unterwegs und bei Frequenzen größer der Resonanzfrequenz sind wir dann hier unterwegs. Genau, so und jetzt, was man natürlich aus dieser Ortskurve wunderbar ablesen kann, sind diese 45 Grad Frequenzen, wo wären die? Genau, also da, wo der Winkel 45 Grad ergibt. Ne? Ich könnte jetzt hier so ein Winkelmesser anlegen und kann 45 Grad einzeichnen. Dann zeigen die 45 Grad eben einmal hier nach oben. Das wären plus 45 Grad und ich werde auch einen 45 Grad hier nach unten erwischen. Das sind minus 45 Grad. So, und tja, also dann schneide ich hier genau diesen Halbkreis, genau auf der Hälfte hier unten schneide ich den negativen Halbkreis genau auf der anderen Hälfte. Jetzt die Frage, wie groß ist dieser Strom hier? Wie lang ist diese Strecke? Genau, Wurzel 2, weil 1 Ampere in diese Richtung und nochmal 1 Ampere in diese Richtung, 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat macht Wurzel 2 Ampere. Und ja, das kriege ich jetzt nicht mehr irgendwie hingeschrieben, aber kann man sich jetzt merken. Und ich meine, das wären auch hier, ja, zeichne ich jetzt mal hier irgendwie hin, also wenn hier 2 Ampere wären, 1 durch, also nicht 1 durch Wurzel 2, sondern Wurzel 2 wäre, sagen wir mal, vielleicht irgendwo hier, hier wären Wurzel 2 Ampere. Und dann mache ich mal so Strich, 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 Strich. Und das heißt, da, wo ich hier das schneide und da, wo ich hier das schneide, dann wäre das die plus 45 Grad Frequenz, also Omega plus 45 Grad wäre hier und Omega minus 45 Grad wäre hier. Und der Abstand zwischen diesen beiden 45-Grad-Frequenzen würden wir wie nennen? Bandbreite. Und da schreibe ich dran, das wäre jetzt das B Omega. Ja, und dann kann man sich überlegen, also um jetzt diese 45-Grad-Frequenzen exakt auszurechnen, so wie wir das vorhin in der Vorlesung hatten, ja, würde ich eben sagen, ey, wenn ich hier 45 Grad haben will in diesem Zeigerdiagramm, ne, dann muss Realteil und Imaginärteil, die müssen gleich groß sein, damit das passt. Und das kann ich natürlich für diesen Kreis machen, ich kann das auch direkt für diese Impedanzen machen. Also ich würde gucken, Realteil, Imaginärteil, wann sind die gleich groß? Ja, so eine Formel hinschreiben und die nach der Frequenz umstellen. Ich stelle schon fest, okay, da steckt die Frequenz, das ist 1 durch die Frequenz. Wenn ich das mal irgendwie ordentlich umforme, kommt da eine quadratische Gleichung raus. Und die quadratische Gleichung hat im Allgemeinen wie viele Lösungen? 2. Ja, und also genau eine für hier oben und eine für da unten. So. Und dann kommen dann diese vergleichsweise komplizierten Formeln raus, die wir in der Vorlesung besprochen haben. Und jetzt könnte man eben sagen, so näherungsweise, so roundabout, ja, ist eben diese Resonanzfrequenz genau in der Mitte. Und diese 45-Grad-Frequenz, die ist sozusagen eine halbe Bandbreite nach hier verschoben. Und die andere 45-Grad-Frequenz ist eine halbe Bandbreite nach hier verschoben. So ganz, ganz, ganz exakt passt das nicht, weil die eben nicht genau in der Mitte ist. Aber so ungefähr passt das eben schon. Und das funktioniert umso besser, je höher die Güte ist von dem Schwingkreis. Ja, und in den meisten Fällen.
Also, Q steht für Hanfarbeit, das T steht für Gefahr. Ja, also das kommt jetzt so ein bisschen auf die Aufgabe an. Also manchmal steht in der Aufgabe drin, berechnen Sie die 45-Grad-Frequenzen exakt und näherungsweise. Dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man die wirklich exakt so berechnet, mit den exakten Formeln, die irgendwie im Skript und im Buch drin stehen und die sich aus diesem Realteil gleich Imaginärteil Dings ergeben. Ja, aber wenn man das näherungsweise machen will, dann könnte man eben auch sagen, kriege ich das jetzt hier noch irgendwo hingeschrieben. Also das ist ungefähr Omega R minus B Omega halbe und das hier drüben ist eben ungefähr Omega R plus B Omega halbe. Es tut mir leid, aber es ist eine dumme Frage, nochmal zu fragen, ja. Wie man Ortskurven bildet. Also Sie haben da jetzt gerade das gesagt, okay, dann hat er eine Gerade, die senkrecht im Koordinatensystem steht, aber ansonsten generell? Was jetzt nicht für diese Schaltung, sondern für irgendeine andere Schaltung? Ja, genau. Also, ich frage nochmal, wie kann man die Ortskurven bilden? War das noch nicht Thema in einer Lehrveranstaltung? Nee. Dann wird das bestimmt noch ganz ausführlich Thema sein, gehe ich mal davon aus. Ich gucke noch mal in unsere. Ich habe gestern nachgearbeitet, ich bin mir 100% sicher, noch kein Ortskurve. Ja, es war noch nicht dran. Okay, dann werden wir darüber noch mal sprechen. Dann ist das bestimmt, weiß nicht, dann wundert mich, dass das in meiner Übungsaufgabentabelle draufkommt. Vielleicht war dieser Teil, wo man Ortskurve zeichnen soll, ausgeklammert. Egal, wir haben jetzt mal eine Ortskurve gemacht. Wir werden uns auf jeden Fall noch intensiver mit Ortskurven beschäftigen. Es wird auch nochmal Ortskurvenaufgaben geben. Also Zeigerbild und oder Ortskurve ist auch irgendwie immer ein Thema. Irgendwas davon immer ein Thema bei der Prüfung. Aber es ist letztendlich einfach nur das grafisch aufschreiben, was wir als Formel aufgeschrieben haben. Würde ich auch nochmal sagen, wegen der Zeigerbilder, bei uns ist die Übung dazu ausgefallen. Okay. Ja, ob man doch das vielleicht mal später... Genau, also wir haben jetzt hier nochmal ein Zeigerbild. Wir werden an anderer Stelle, wo es passt, nochmal ein Zeigerbild zeichnen. Also bei Drehstrom passt das bestimmt auch nochmal ganz gut. Und im Prinzip ist immer Zeigerbild, wenn es kompliziert wird, macht man irgendwas falsch. Also eigentlich geht es ja darum, irgendwas einfach zu machen. Ja, also das, was man schwer rechnen könnte, mache ich jetzt in eine Grafik und versuche mir damit das Leben so ein bisschen einfacher zu machen. Und das, was eben, hier so passiert, also... Die Spannung, die addiere ich zusammen, ja, und die Spannung ist eben rein reell und die Spannung ist rein imaginärbar positiv und die Spannung ist rein imaginärbar negativ. Und also gut, das würde ich jetzt hier noch relativ schnell hingerechnet bekommen, aber das ist einfach hier eine Addition, eine grafische Addition von den Zeigern, ja, also das... und ich meine, das mit so diesen 45 Grad und sowas, das kann man aus... so Sachen immer gut ablesen. Also deswegen hat man sich ja auch vielleicht mal diese 45-Grad-Frequenzen da überlegt, weil man die gut aus so einem Zeigerbild und oder Ortskurvendiagramm ablesen kann. So, was gibt es sonst noch so für schöne Fragen? Oder was können wir uns jetzt noch anschauen in dem verbleibenden, was haben wir noch? Viertelstunde? Allgemein und wertmäßig die Güte des Schwingkreises. Ja. Die Resonanzüberhöhung Rho. Ja. Omega 45 und minus 45, die absolute Bandbreite sowie die relative Bandbreite. Okay, so, dann bräuchten wir spätestens jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen Platz. Also ich nehme mal vielleicht hier drüben dann diesen Teil weg. Jetzt überlege ich, wie ich das... Ich wische einfach so, auch auf die Gefahren, dass das jetzt nicht perfekt sauber ist. Aber das geht jetzt am einfachsten, um mir so ein bisschen selektiv noch ein paar Sachen dazulassen. So, das haben wir jetzt hier ausgerechnet. Das Ergebnis steht ja noch hier unten. Das Zeigerbild mache ich auch mal weg. So, also machen wir mal Güte.
Das Q steht für Qualität. Wie können wir die ausrechnen? Wurzel L durch C. Ja. Und davor steht noch ein 1 durch R. Ja. So, und dann setzen wir, also Formel findet man, können wir gleich nochmal drüber uns überlegen, wie das jetzt so miteinander zusammenhängt. Können wir einfach die Werte einsetzen, also 1 durch 100 Ohm. Ein, wird uns das schon sagen, naja, 100 Ohm ist ein relativ großer Widerstand, ne? 1 durch was Großes macht eine kleine Güte, sowas super Tolles wird jetzt hier nicht bei rauskommen. So, L sind 0,4 Henry. Henry waren Voltsekunden pro Ampere. Und das waren hier 10 hoch minus 7 Farad. Und Farad waren Ampere-Sekunden pro Volt. So, und dann kürze ich nicht Volt gegen Volt noch nicht, aber es kürzt ja auf jeden Fall schon mal Sekunde gegen Sekunde. Ja, und das Ohm kann ich ja hier auch schreiben als Volt durch Ampere. Und dann habe ich hier Volt mal Volt macht Volt Quadrat. Mit der Wurzel kürze ich das mit dem Volt hier weg. Genau das gleiche macht das Ampere mit dem Ampere Quadrat hier, beziehungsweise den Ampere, was dann durch die Wurzel entsteht. Und da bleibt keine Einheit über. Das sollte auch so sein, weil diese Güte, dieser Quality Factor, würde man auf Englisch sagen, der ist einheitlos, der ist dimensionslos. So, und jetzt können wir das noch irgendwie ausrechnen, was da rauskommt. Also 0,4, mal hier unten ist irgendwie eine 0 zu viel. Ne? Also ich könnte wieder hier oben schreiben, das wären 4 mal 10 hoch minus 1. Ja, dann kann ich Wurzel 4 ergibt wieder 2. Schon mal eine 2 vorne hinschreiben. So, 10 hoch minus 7 unter dem Bruchstrich macht 10 hoch 7 über dem Bruchstrich. Mit der minus 1 machen das eine 10 hoch 6. Und die 10 hoch 6, die Wurzel davon macht 10 hoch 3. So, und dann habe ich 10 hoch 3, das sind 1000 durch 100 macht 10. Also kommt da 2 mal 10 raus, also kommen da 20 raus. Habe ich das richtig gerechnet im Kopf? Ja, okay. So, also 20. Naja, und ich meine, 20 ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht, ist schon irgendwie ganz okay. Ist jetzt kein bombastisch richtig guter Schwingkreis, aber ab so vielleicht 100. Ja, und ab 1000 ist irgendwie sehr gut. Und also ich meine, alles, was über 1000 ist, ist auch jetzt gar nicht so einfach hinzubekommen, weil man dann sich schon irgendwie wirklich überlegen muss, wie man das so schafft. Ja, aber ich meine, das ist eben, dass so ein Schwingkreis dann eben sehr genau auf so einer Frequenz schwingt oder eben sehr genau so eine Frequenz rausfällt. Und manchmal möchte man das ja haben, wenn man zum Beispiel eine Uhr bauen will. Ja, also ich meine, wenn man Uhren baut, ist ja nur die Frage, findet man was, was sehr präzise auf einer Frequenz schwingt? Und dann kann man eben von dieser Frequenz die Periodendauer ableiten und von der Periodendauer die Zeit ableiten. Und also was man jetzt in, hier so, heute habe ich mal eine, passend zum Tagesthema trage ich eine Casio-Uhr, eine Quarzuhr, steht sogar irgendwo drauf, nee, steht nicht drauf, aber es ist natürlich eine Quarzuhr und da ist so ein Quarzkristall drin und so ein Quarzkristall ist kein Schwingkreis, aber der verhält sich so wie ein Schwingkreis. Deswegen ist es auch schlau, sich eben mit Schwingkreisen zu beschäftigen, weil also viele Sachen wie, der hat eine Resonanzfrequenz, der hat eine Güte, der hat eine Bandbreite, ne, die finde ich eben auch bei anderen Sachen wieder, wie zum Beispiel so ein Quarz, Schwingquarz von einer Uhr, obwohl das nicht direkt ein Schwingkreis ist. Naja, und Güte 20 ist so lala, ist so okay. So, jetzt können wir natürlich sagen, hier Güte, das war ja auch sowas wie das Reziproke von der relativen Bandbreite, also wenn ich 1 durch Q rechne, 1 durch 20 macht 0,05 oder 5%. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, dann sollte das die relative Bandbreite ergeben. Und naja, daraus könnten wir jetzt ja so ungefähr roundabout auch, also wir können erstmal präzise die absolute Bandbreite ausrechnen. Diese hier. Weil relative Bandbreite ist natürlich auch einfach die absolute Bandbreite bezogen auf die Resonanzfrequenz. So,
So, wenn ich das mal in Richtung der absoluten Bandbreite umstelle, steht da relative Bandbreite mal Resonanzfrequenz. So, 5% von 5000 macht 250, ja, genau. Ich hätte es auch so gesagt. 250, 1 durch Sekunde. So, und damit können wir jetzt so näherungsweise auch aus der Skizze hier unten ausrechnen, dass Omega plus 45 Grad wäre eben ungefähr Omega R minus B Omega halbe. Und das macht, also die Hälfte davon, 5000 minus die Hälfte von dem macht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf rechne, 4875, 1 durch Sekunde. Und Omega minus 45 Grad, da wo der Strom eben hier irgendwie schon nacheilt, ist Omega R plus B Omega halbe, gleiche Formel, bloß mit einem Plus, dann macht das 5125, 1 durch Sekunde. So, und jetzt könnte man die noch natürlich irgendwie präzise ausrechnen mit dieser Formel, die da im Skript steht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt Lust zu haben. Draußen ist auf jeden Fall gerade Weltuntergang, von daher haben wir jede Zeit der Welt, bevor jemand nach Hause möchte, weil bei diesem Wetter möchte jetzt niemand rausgehen. Ah ja, Praktikum. Dann haben wir doch noch 5 Minuten. So, was ist denn noch gefragt in dieser Aufgabe? Also, klingt das soweit nachvollziehbar und sinnvoll? Also die Phase, also quasi bei Omega, also die Eigenfrequenz plus 45 Grad würde dann quasi, also der Strom würde, also was sagt Omega plus 45 Grad? Genau, also das ist die Frequenz, bei der der Strom 45 Grad voreilt oder der Strom 45 Grad nacheilt. Zumindest wenn man diese zu dem Omega R oder sozusagen genau zu dem Omega R, ja, in Bezug zu dem Omega R, genau. Ja, und also von daher ist das ist so ein bisschen Definitionssache. Bezieht man das jetzt auf den Strom, bezieht man das jetzt auf die Impedanz? Weil wenn ich sagen würde, die 45 Grad Frequenzen von der Impedanz, dann wäre es natürlich genau umgekehrt, ja, weil aber jetzt steht es ja nicht mehr hier, aber stand mal vorher hier oben, da stand ja mal so, I ist U durch Z. Also das, was plus 45 Grad ist beim Strom, ist natürlich minus 45 Grad bei der Impedanz und genau umgekehrt. Also bei dem, was ist hier plus und was ist hier minus, warum steht, also ne, es gibt immer eine Plus und eine Minus, aber warum steht bei der plus 45 Grad hier ein Minus und warum steht bei der minus 45 Grad hier ein Plus? Naja, ist halt so jetzt gerade in dem Beispiel. Kann beim Parallelspinkreis genau andersrum sein. Ist jetzt auch hier so, weil es der Strom ist. Bei der Impedanz wäre es genau andersrum. Da muss man mal so ein bisschen gucken. Ja, aber ich sag mal, wenn man die jetzt beide vertauscht, ja, so what, ergibt sich irgendwie aus dem Kontext, welche ist. Warum die eine bei tieferen und bei anderen höheren ist. So, und ich meine, wenn man die jetzt mal ganz präzise ausrechnet, weiß nicht, kommen da ungefähr so Werte raus, aber dann doch ein bisschen andere. So, was sollte man jetzt noch Schönes ausrechnen? Das war schon. War nicht auch was mit einer Verstimmung oder sowas? Nee, jetzt wird die zweite Aufgabe kommen. Achso, jetzt wird die zweite Aufgabe kommen. Ja, nee, schaffen wir es nicht. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand... Resonanzüberhöhung. Genau, Resonanzüberhöhung ist Q. Also da können wir hier oben sagen, das wäre auch dieses Rho für die Resonanzüberhöhung. Und so, also... genau um diesen Faktor, also auch genau um 20, wäre jetzt die Maximalspannung an dem Kondensator und auch die Maximalspannung an der Induktivität eben größer als die Quellspannung oder größer als die Spannung an dem Widerstand. Ja? Und wir erinnern uns, diesen Faktor 20, den hatten wir hier unten mal in diesem Zeigerbild, weil die Spannung an dem Widerstand war so ganz klein und so ganz kurz. Und bei Resonanz war eben die andere war 20 mal größer. Ja, also die war 200, die war 4000
schon abgewischt, aber Faktor 20 dazwischen. Da haben wir uns noch über den Faktor kurz irgendwie nachgedacht und geschritten, aber die war auf jeden Fall 20 mal größer. Ich behaupte das jetzt einfach so. Genau. Ich hab 40 gesagt und das war falsch. Und wir haben uns auf 20 geeinigt, das war richtig. Ja, also, ja, weiß nicht, hat jetzt jemand die Formel zufälligerweise parat aus dem Skript oder so, wie die jetzt wäre, um die Omega plus 45 Grad mal so richtig exakt auszurechnen? Also das wäre hier Näherung. Und wenn wir jetzt nochmal nur ganz kurz hier das andeuten und antäuschen für exakt. Omega plus minus 45 ist 1 durch Wurzel 2 mal Maximalstrom. Ja, das ist der Strom, aber wie ich diese Frequenz ausrechne, so, das mit dem 1 durch Wurzel 2, das ist ja das, was wir vorhin hatten. Wurzel aus 1 durch L mal C. Genau. Plus, Klammer auf, R durch 2 mal L. Klammer auf. R durch 2 mal L. Zum Quadrat. Achso, das zum Quadrat jetzt. Wurzel endet, genau, und dann bei plus 45 ist es plus und bei minus 45 ist es minus, also plus minus. Plus minus. R durch 2L. R durch 2L. Naja, so, und ich meine, jetzt müssen wir gucken, also R durch 2L. Fun Fact, das hier oben ist genau R durch L. Ja, wenn ich 100 Ohm einsetze, durch die 0,4 Henry. Henry sind Volt Sekunden pro Ampere. Das sind Volt pro Ampere. Kurz nicht Volt gegen Volt. Ampere gegen Ampere bleibt 1 durch Sekunde über. 100 durch 0,4. Wie oft passen die 0,4 und 100 rein? Na, 250 mal. Ne? 250 1 durch Sekunde. So. Also da kommt genau das Gleiche raus als bei dem hier. Also das ist auch immer so bei einem Reihenschwingkreis. So. Und jetzt haben wir natürlich diesen Term hier durch 2. Ja? Also das hier ist genau das gleiche wie B Omega halbe. So, und also plus minus b Omega halbe ist das gleiche, wie wir hier plus minus b Omega halbe gerechnet haben. Ja? Aber wir haben mit Omega r gerechnet. Also wir haben mit Wurzel 1 durch LC gerechnet. Und zu diesem Wurzel 1 durch LC kommt jetzt nochmal das hier dazu. Also wir müssten jetzt im Prinzip rechnen 5000 zum Quadrat plus 125 zum Quadrat, davon die Wurzel. Und dann das und das. Und ich meine, dann kommen ungefähr diese Werte raus, aber nicht exakt diese Werte. Ja, und weil die Güte von 20 schon, also ist ja klar, ist ja, je höher diese Güte ist, desto kleiner ist potenziell der Widerstand, desto kleiner ist dieser Term hier und desto weniger fällt er ins Gewicht und deswegen, desto dichter liegen diese Näherungswerte an dieser exakten Formel. So kann man das mal rasch zusammenfassen. Ja, aber die Formel hier unten ist einfach ein bisschen, tippt man jetzt ein bisschen länger auf seinem Taschenrechner, bis man die ausgerechnet hat. So wahnsinnig kompliziert ist sie am Ende des Tages trotzdem nicht. So, na gut, wunderbar. Gibt es noch abschließende weitere fantastische, tiefschürfende Fragen? Das ist jetzt keine Frage, sondern ich habe das jetzt mal eingegeben bei plus 45, muss man ja plus den hinteren Term machen. Genau. Da kommt bei mir aber 5000. Naja, dann stimmt die, dann wurde uns die Formel falsch geflüstert, weil ich meine, hier die Formel ist schon richtig. Und es ist auch wirklich die Formel für einen Reihenschwingkreis und nicht die Formel für einen Parallelschwingkreis? Reihenschwingkreis hundertprozentig. Ja, genau, und da steht aber 45 Grad Frequenzen für, das ist ja hier bezogen auf Impedanz. So, ja, und wir haben jetzt das für einen Strom, das ist das, was ich meinte mit, jetzt müssen wir es. Ja, aber da geht's, wie ich sage, das ergibt sich jetzt aus dem Kontext. Ja.
Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das hier ist jetzt für Z und sonst haben wir es da oben für den Strom und deshalb kommt da jetzt was anderes bei raus. So, naja gut, schöne Aufgabe, Grundlagen wiederholen vom Rheinschwingkreis. Gut, dann bis nächste Woche.